Du siehst aus wie ein absolutes Haufen Hunderscheiße, Mike. Danke. Wie war deine Woche, Arschloch, Mike? Sag mal einmal super kurz. Meine Woche war schrecklich, Meine Woche war Felix. Super gut. Mike, Rust-Server hat gestartet. Guck mal, ich beherberge einen Obdachlosen bei mir im Zimmer drin. Digga, der ist so hässlich. Daniel, mein Bester, was geht? Hässlicher Vogel. Er sagt hässlicher Vogel. Felix, soll ich dir mal erzählen, was mir gestern passiert ist, Schönes? Ja. Ich hatte ja in meiner Jugend einen schrecklichen, schrecklichen Verkehrsunfall. Wirklich einen verheerenden Verkehrsunfall. Halt mal kurz hat mir Maul. Die ganze Jetzt kannst du weiterreden. Hat mir ja die ganze Schulter gefickt. Hab mir die Schulter gefickt, sollte dann so zur Krankengymnastik gehen, damit das wieder heil ist, habe ich nicht gemacht, hatte ich keine Lust drauf. Jetzt ist die Schiene zusammengewachsen. Bro, Mike, es ist mir wirklich scheißegal. Bro, das war wirklich nur für die Überleitung. Es ist mir doch egal, was in deinem Leben passiert, Bro. Darf ich aber noch zu Ende erzählen? Nein. So, worum geht's denn heute? Es geht eigentlich nur darum, dass ich gesagt habe, dass du scheiße aussiehst, denn das heutige Thema ist scheiße. Das heutige Thema ist scheiße. 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 Scheißen, scheiße, geschissen werden, beschissen sein. Mike, wie sieht's ich bei dir aus? Ich bin anal. Das heutige Thema soll scheiße sein. Das letzte war wechseln. Wechseln. Eins unserer größten Vermächtnisse ist, glaube ich, das Vermächtnis der zwei Vermengt. So heißt unser Podcast und initial ist das ja gestartet mit dem Wortsatzbau zwei vermengte Kacken. Mhm. Wollen wir noch einmal kurz erklären, was zwei vermengte Kacken sind? Mach's gern. Also, liebe Leute, zwei vermengte Kacken ist ein ganz normales, renommiertes Geschehen, was ab und zu mal passiert. Ihr esst zum Beispiel am Montag, fiktional, Nudeln mit Tomatensauce, okay? Aber ihr müsst den ganzen Montag nicht überkacken. Am Dienstag entscheidet ihr euch dafür, Kartoffelbrei zu essen. Das heißt, dann habt ihr schon die Kacke von den Spaghetti im Bauch drin, aber die Kacke vom Kartoffelbrei noch nicht. Ihr entscheidet euch dazu, einfach vielleicht auch, weil das Gefühl nicht da ist, am Donnerstag ebenfalls nicht zu kacken. Und habt ihr das Problem, dass die Kacke vom Montag in euch ist und die neue Kacke vom Donnerstag ebenfalls. Das heißt, ihr habt eine Nudelkacke und eine Kartoffelbreikacke. Und die vermixen sich. Das sind aber zwei komplett anders atomar zusammensetzbare Kacken. Und wenn die sich vermengen, gibt's halt ein rektales Armageddon. Mike, verstehst du das? Kannst du mir folgen? Ja. Meine Frage wäre gewesen, wann war deine letzte vermengte? Ich habe jetzt gerade eine. Jetzt gerade in right this moment. Jetzt, ja, und die ist jetzt gerade in mir drin und ich merke das. Hab Magenschmerzen. Hab vorhin noch versucht, hab ich dir ja gerade gesagt, bevor wir aufgenommen haben, dass ich nochmal ordentlich scheißen musste. Ja. Konnte ich nicht. War nur ein ganz kleines Prügel, ganz kleines Kümmel Scheiße aus meinem Arsch kam raus. Ich habe gestern Königsberger Klops gegessen. Jo. Und einen Schokoladenweihnachtsmann. Und den Klops habe ich vorher nicht ausgeschissen. Und dann habe ich noch so einen Weihnachtsmann gegessen. Und diese, du musst dir vorstellen, diese Königsberger Klops, dieses scheißtote Tier ist jetzt ummantelt mit Schokolade von Kinderschokolade. Und das hat jetzt wirklich einen massiven Propfen zwei vermengte Scheiße in mir drin gemacht. Wie oft scheißt du am Tag? Das wäre für mich super relevant zu wissen. Zwei, dreimal. Du scheißt zwei, dreimal, nein. Zwei, drei, ich hab ne, nein. Ich schwöre dir das, ich habe ne gute Verdauungssystem. Ich wirklich? Scheiß zwei, dreimal. Ich habe ne gute. Oh, mein Eiersack. Oh Gott, meine Boxen sind zu eng, weil die so prall und voll sind, meine Eier. Müssen die leer? Die müssen so leer, meine Eier. Und es wird wirklich Zeit. ja. Ich scheiß zwei, dreimal am Tag. Ich habe eine gesunde Darmflora. Ich habe schon wirklich lange Zeit kein Blut mehr geschissen. Das ist ein Fortschritt, Bro. Ich habe wirklich lange. Aber erzähl du, weil das ist eine lange Story. Die möchte ich dir gerne nochmal erzählen. Wo die mir in sämtliche Ärsche Schläuche geschoben haben, bin ich aufgewacht dabei. Ich habe mal eine Zeit lang so exorbitant viel Blut gekackt. Ich habe auch schon mal Blut gewächst. Ich habe aber auch schon mal Blut gekackt und ich dachte, ich habe Krebs. Ja, bei mir fängt es jetzt wieder an mit dem Blutkacken, Mike. Ich habe Blut geschissen? Ich habe eine ordentliche Ladung Blut im Stuhl drin, Mike. Rektal gesehen, komplettes Vollarmageddon. Da muss ich erstmal Dexter holen, damit das wieder normal wird, das Keramik da. Ne? Lass dich mal untersuchen, Bro, das ist nicht gesund, Mann. Nein, ich habe auch manchmal schon mal Adern ausgeschissen. Adern? Ja. Ich hatte das dann, da bin ich halt zur Darmspiegelung gegangen, zur Magen-Darmspiegelung, weil ich dachte, ich hätte schwersten Krebs in mir. Ja. Weil ich wirklich viel Blut geschissen habe, also wirklich ungesunde Litermengen an Blut. Ja. Hatte ich gar nicht. Naja, ich hatte auf jeden Fall Hämorrhoiden. Okay. Dann haben die eine Magen-Darmspiegelung gemacht. Groß Traritrara, habe ich ja schon mal erzählt. Die haben mir das nicht in die Venen gespritzt, die Betäubung, sondern unter die Haut. Ist mir alles den Arm runtergelaufen. Der war schwatt, der Arm. Der war schwatt. Bin mitten in der Behandlung aufgewacht und ich hatte Schläuche in sämtlichen Körperflügeln. In meinem Arsch waren die gerade bei, in meinem Hals waren die gerade bei. Von oben und unten Schläuche in meinen Arsch. Bin ich aufgewacht. Wollte gerade was sagen, haben die mich wieder weggedröhnt. Haben die mich komplett weggeballert wieder. Was wolltest du gerade sagen? Wolltest du um Hilfe bitten? Ja, weil ich wollte fragen, ob die dich ganz rund ticken irgendwie. Warum wache ich auf, wenn ich einen fetten Feuerwehrschlauch im Arsch habe? Ich hatte halt eine Kamera im Arsch, während ich aufgewacht bin. Das war das Krasse. Guck dir den Opfer an. Der sagt einfach, der hatte Magen-Darm-Spielung, hatte gerade Schlauch im Arsch und im Hals und Betäubung hat nachgelassen. Er ist aufgewacht. Das war kein schönes Erlebnis, Bro. Bro. Es war kein schönes Erlebnis. Nee, das glaube ich dir. Hatte keinen Krebs, sondern Hämorrhoiden. Die haben die dann weggemacht. Nach der Betäubung bin ich komplett noch zugedröhnt. Auf Toilettegang haben meine Hämorrhoiden ausgeschissen ins Klo. Okay. Und die GoPro. Die habe ich auch ausgeschissen. Die haben die da drin vergessen. Bro, in meinem Arsch. Die hätte ich mir mit meinen Arschbacken zusammengekniffen und hätte die geklaut, die GoPro. Mike, ich hatte leider
leider noch nichts in meinem Arsch drin. Außer mal ein Stück Klopapier, weil ich es zu doll reingepresst habe. Kam rausgeschossen beim Furzen, das Papier. Manchmal schiebe ich mir Buttplugs in den Arsch mit so einem Fuchsschwanz dran, einfach weil es mich geil macht. Da drehe ich mich um und bück mich und glotze mich selber im Spiegel an, während ich gebückt bin, so zwischen meinen Beinen durch Kopf über, weil mich das so anmacht. Da versuche ich mit dem Fuchsschwanz zu wedeln, der gerade in meinem Arsch steckt. Ich finde, als bester Freund solltest du das wissen. Mike. Oh, ja. Manchmal stecke ich mir Mikado-Stäbchen in meine Schwanzöffnung und dann piekse ich von innen an meinem Skrotum rum. Mein Schwanzloch vibriert dabei. Wie viele kriegst du in deine Schwanzloch rein? 3 Stäbchen an der Zahl. 3? Am Stück, ja. Nebeneinander, übereinander, nacheinander. Egal in welche Reihenfolge. Auch horizontal. Worum ging's doch mal um Scheiße, richtig? Scheiße. Du scheißt 3-mal am Tag. Mike, ich scheiße halt maximal 1-mal am Tag, ne? Ja, 2-3-mal. Ja, ich scheiße trotzdem maximal 1-mal am Tag. Kommt immer drauf an. 1-mal bei mir. Mhm. Warum? Weil ich nicht einfach mehr muss. Musst du mehrmals scheißen am Tag, jeden Tag? Ja, das kann vorkommen. Also der schlimmste Feind des Wohlbefindens ist eigentlich, wenn Scheiße schief läuft. Das muss man ja einfach mal sagen. Wenn du eine schlechte Scheiße hast und es drückt auf den Darm, wenn du 2 Vermengte hast, wenn du mitten in der Autofahrt scheißen musst, einfach alles, was scheiße ist, hat mit Scheiße zu tun. Ich liebe es zum Beispiel zu scheißen. Von 10 Schissen, wie viel sind bei dir golden, vergüldet? Richtig selten. Das ist wirklich ein Highlight. Das ist so ein rare Special Item. So selten. Trotzdem ist mir meine Arschhygiene super wichtig und ich liebe Feuchttücher. Feuchttücher-Shoutout. Schön mit Kamille. Mein Arsch ist, glaube ich, das sauberste an mir. Mike, damit muss ich aber unironisch sagen, hast du mich gut angesteckt. Ich habe auch immer eine Packung Kamille im Vorrat. Gut, guter Junge. Aber ich habe tatsächlich jetzt in der Zeit in Köln oft güldene Schisse. Und das mag ich, da stehe ich drauf. Abscheißen, nicht abwischen, Hose hochziehen, weiterzocken. Das klingt nach einem erfüllten Leben, Bro. Ist wirklich erfüllt, Bro. Ja. Du findest aber immer was, wenn du ein Feuchttuch nimmst und richtig reingehst und es erfährst. Dann findest du richtig was. Aber dann warst du ja auch drin im Arsch, ne? Ja, musst du ja auch. Der muss ja von innen sauber sein. Nein. Feuchttücher sind wie Kondome für Finger. Steckst du dir deinen Finger in den Arsch mit einem Feuchttuch? 3. Ich gehe bis zum Darmansatz rein. Nein. Doch. Bis zur Prostata. Hattest du schon mal Scheiße an deinem Körper? Ich habe mich in der Schule mal eingeschissen. Warum? Es hat geregnet. Wir hatten einen Sportplatz mit Rasen. Und ich bin gelaufen, ausgerutscht, weil ich stehen bleiben wollte, hingefallen auf mein Steißbein. Und ich bin so brachial mit meinem fetten Körper auf mein Steißbein gebrettert, dass mein Körper so erschüttert wurde, dass meine Nerven so erschüttert wurden, dass ich mich vollgeschissen habe. In der Schule? Ja, mitten im Schultag. Ich hatte noch irgendwie 4 Stunden vor mir. Ich bin hingefallen, so doll auf mein Steißbein, hatte so groteske Schmerzen, dass mein Schließmuskel sich entspannt und ich mich von oben bis unten vollgeschissen habe mit Durchfall. In der Schule. Dein ganzer Arsch voller Scheiße. Ja, hab den Schultag bis zu Ende durchgezogen, bin nach Hause gekommen, hab geduscht, hab 3 Stunden geweint. Du hast keinen Respekt mehr vor dir selbst, ne? Schon lange nicht mehr. Kennst du Korkenschiss? Erläuter es mir gern. Kennst du dieses Gefühl, wenn du denkst, oh fuck, Digga, gleich platzt der Korken, wenn's im Bauch blubbert? Du könntest jetzt quasi furzen, aber du wüsstest, der Korken käme rausgeschossen, gefolgt von dem ganzen weichem, braunen, goldflüssig. Oh ja. Das heißt, der Korken, you pop it off, like a champagne bottle, und dann kommt auf einmal der ganze Champagner, der braune, rausgeflossen, nach dem Korken. Ja. Ja, war mal wieder eine absolut asoziale Folge. Absoluter Drecks-Content, absolut asozial, was unser Bild für die Öffentlichkeit nochmal um ein Vielfaches runtergezogen hat, obwohl ich gar nicht dachte, dass es geht. Und das liebe ich. Und da will ich hin und das lebe ich. In der nächsten Folge könnt ihr dabei sein, denn wir schauen uns eure Tinder-Profile ein bisschen an. Schickt mir dazu gerne auf Instagram, hier zu sehen, eure Tinder-Profile und Mike und ich werden die reviewen und euch fachmännische Tipps geben. Wir werden aber auch, hey, und das war nicht euch, da war nicht euch das, wir werden auch drüber fahren. Über offenkundige Fehler werden wir drüber fahren. Wenn ihr mir euer Tinder-Profil schickt, dann rechnet damit, okay, ich werde zerstört. Und Mike und Philo, den allerbesten Freunden. Ich werde die so fertig machen, dass sie vor dem Bildschirm sitzt und einfach weinen und das scheiß Tinder löschen, die armseligen Kreaturen. Also, schickt uns eure Tinder-Profile. Bis zur nächsten Folge. Folgt mir auf Instagram, Zabex. Bis dann, hat deine Fresse, Mike. Ich bin Zabex und auf YouTube.